Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Wir spielen jetzt ein Stündchen schön nochmal in No Rest for the Wicked rein. Das müsste reichen, um den ersten Boss zu legen. Habe ich mir gerade mal so überlegt. Und ja. Das wird ein großer Spaß. Mittlerweile, ich bin hier gerade auf der Steam-Seite, seit ich das letzte Mal gezockt habe, also vor knapp 2 Wochen, sind 6 Patches erschienen. Mit vielen, vielen Veränderungen, die hauptsächlich auch über die Community reingetragen wurden. Und ich glaube, mittlerweile hat sich auch schon die Bewertung verbessert. Ich weiß es nicht. Peggy 18. Mittlerweile sind wir schon bei größtenteils positiv bei dem Spiel, was am Anfang ja negative Reviews hatte, aus unterschiedlichsten Gründen, vor allen Dingen technischen Kritikpunkten. Mittlerweile hat das Team von den Moon Studios aber das Feedback aus der Community ja sehr häufig umgesetzt und das wird dann auch eben belohnt mit guten Bewertungen. Ich bin gespannt, wir spielen direkt, wir gehen direkt rein. Warte, ich mach Greenscreen noch hoch. So leise, habe ich das Gefühl. Das ist so. Ach ja, ich war ja hier. Jetzt weiß ich auch schon, ich weiß schon direkt, wo ich bin. Hier vor allen Dingen sieht man unten rechts meine Ausrüstung ist beschädigt. Haben wir eben noch drüber geredet. 18 von 100. Habe ich irgendwas im Gepäck, mit dem ich tatsächlich das reparieren kann? Ich glaube, es gibt so Repair Kits, Blade Oil. Nee. Small Repair Powder. To all equipped items. Das ist doch eigentlich was Wichtiges. So. Jo, ansonsten bin ich hier in diesem komischen Dungeon. Ich will nicht sagen gefangen. Aber ich muss hier unten zu dieser Pflanze die anzapfen und dann kriege ich so eine komische Krankheit. Mal, wie springt man denn nochmal? Ey, man kann gar nicht springen. Sorry, jetzt 2 Wochen nicht gespielt, muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Also, wir berühren hier diesen komischen Baum. Und jetzt verschwindet, also sind wir irgendwie auf Droge oder so, aber jetzt sehen wir hier, erscheinen in so einer Spiralwelt, fast wie bei Lords of the Fallen, neue Möglichkeiten der Traverse. Ist das ein Wort, Traverse? Der Traversion? Des Traversens? Bin mir nicht sicher. So, und da bin ich nämlich das letzte Mal in so einen richtigen miesen Fackel reingedonkt. Ich muss hier nochmal kurz, bevor ich auf irgendwelche unliebsamen Gegner treffe, kurz die Steuerung. Ah ne, hier. Wo ging es denn lang? Hier runter, glaube ich. Wie springt man nochmal über solche Lücken? Okay. Ich muss eh hier runter.
glaube hier. Achso, man muss einfach nur an den Rand. Irgendwo hier war. Wo war denn das? Nee. Scheiße. Habe ich eigentlich gar kein geiles Essen mehr? Mushroom. Ich hab vergessen, wo es lang ging. Ich hab voll vergessen, wo es lang ging. Ich dachte eigentlich hier. So, hier sind wir nämlich hergekommen, aber hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Oder? Irgendwie ging es doch hier. Genau, hier war zu. Und deshalb mussten wir einen anderen Weg gehen. War das hier oben? Nein! Mann, ey! Perfekte Dungeon, um wieder reinzukommen ins Spiel. Was ist das von hier oben? So, hier. Hier hoch. Ah, ich glaube, das ist richtig. Hier rein. Ach ja, hier war irgend so eine Hexe oder sowas. Ja, ja, jetzt bin ich aber richtig. Und hier kommt dann jetzt gleich so eine dumme Brücke. Und am Ende dieser Brücke sind, glaube ich, so zwei Fucker. Okay, war es nur einer? Ich dachte, das sind zwei. Was ist das für ein Schild? Okay, der Schild ist geiler als meiner. Nehmen wir auf jeden Fall. Und essen einen Fisch. So, jetzt können wir hier weiter. Ist hier sonst noch irgendwas? Hm, wir können nach unten oder nach rechts. Boah, das war knapp. Ich gehe erstmal nach unten.
Rough Cut Meat. Kann man runterjumpen? Aber will ich das? Nee, oder? Habe ich keine Map hier? Das Bild ist extra jetzt gerade so verschwommen, weil ich eine eine Verzauberung habe. Wo komme ich hin, wenn ich hier runterspringe, Leute? Hier könnte man theoretisch auch, glaube ich, springen. Ich glaube, ich weiß es. Nee, da war ich schon. Ich weiß, wo ich bin. Okay. Das ist Quatsch. Nein, das Spiel ist normalerweise nicht so verwaschen. Das muss aber hier gerade so sein, weil ich eine Verhexung von einem Hexenbaum, einem Echsenbaum gerade habe. Oh, diese Schweine. Oh, Alter. Schiss vor dem Typen, Leute. Ich hab Schiss. Wieso habe ich eigentlich keine Special Attack? Ach doch, habe ich ja. Okay. Alter! Alter! Jesus Christ! Mann! Vielleicht bin ich auch underleveled für diesen Dungeon hier. So, jetzt ist es scharf, das Bild. Aber sobald man hier diesen Baum berührt, beginnt es. Komisch zu werden. Das Bewegungstempo ist normal. Das ist so in dem Spiel. So, jetzt kenne ich aber zumindest den Weg. Hoffe ich. Und deshalb sollte das ja zumindest leichter gehen. Natürlich trotzdem nervig immer hier. Das ist schon ein ganz schönes Stückchen, das man hier laufen muss. Hier, da oben war die Chest. Deshalb bin ich hier nicht mehr runtergesprungen. Aber es wäre ganz schön, wenn man einen Shortcut irgendwie mal machen könnte. So, der Gegner wird übrigens nicht respawned, wenn man selber respawnt. Wichtiger Unterschied zu Dark Souls. Okay, da ist der Dicke. Ja, wahrscheinlich besser an ihm vorbeizurennen, zumal meine Durability auch nicht mehr das Beste ist. Kommt man hier irgendwie? Boah. Vielleicht kann ich den geil backstabben jetzt. Es ist so ungewohnt, mit dem rechten Stick nicht die Kamera anzupassen. Guck mal.
Och Mann, wieso? Alter, wieso hat es nicht geklappt? Das ist doch eine Scheiße, ey. Eigentlich sollte dann da so ein Todessymbol erscheinen zum Backstabben. Aber irgendwie... Warum kann ich den nicht backstabben, Leute? Christ. Alter. Schade. Ich lasse ihn einfach stehen. Was haltet ihr davon? Es ist ein bisschen unbefriedigend jetzt. Aber ich habe halt auch noch keine geilen Waffen, keine geilen Skills. Und vor allen Dingen auch nur begrenzt Heilmittel. Was passiert? Potion Seller. I failed? Habe ich was falsch gemacht? Zurück können wir nicht mehr jetzt. Weil jetzt hier diese unsichtbaren oder durchsichtigen Wege weg sind, weil diese Wirkung nachgelassen hat. Okay. Also müssen wir jetzt hier offensichtlich runterjumpen oder was? Hat. Neue Rüstung. Kindlers Mantle. Nee, das ist neu. Wretched. Moment, die habe ich doch an. Oder nicht? Kindlers Mantle. Das ist die gleiche, nur schlechter. Das hier wird auch 37. Okay. Ach so, not enough space. Muss was wegschmeißen. 23, guck, was am wenigsten wert ist. 29, 7, ich glaube, die Holzschwerter. Nein, nicht anziehen. Discard. X. Wo ist denn jetzt die X? Nicht. Na, bin ich dumm?
Button. Und nein, ich möchte nicht, dass ihr was sagt. Discard. Aber wenn ich X drücke, dann zieht das doch an. A, B, X. Das ist, müsste das hier sein. Destroy, okay. Destroy ist Discard. Das habe ich verstanden. Wretched Arsch. Ja, die habe ich halt auch schon. In einer besseren Variante. Shorty Shortcut. Und hier ist der Typ, der uns den Auftrag gegeben hat. Markov. 10,000 Apologies. But I had to know if you were a true Serum. Iona's bloom shows Serum that which is otherwise left unspoken. And poisons anyone else who touches it. Perhaps you are worthy. Here, a token for your efforts. And for your most amusing. Wisst ihr, wer der Typ ist? Der Typ ist. Der Typ aus Gremlins, der Gizmo verkauft. You say you came by way of Sacrament. I hate the city. That's them, that's oder der Typ scary. Aus Big Trouble in Little China. Maybe there are more people there deserving of my yes, a decision. I shall enter its walls and offer my services. Once I catch this damn beetle. Quest complete. Okay, Level up. Auch ganz geil, kann man hier direkt an Ort und Stelle machen. Was machen wir denn? Ich weiß noch nicht, vielleicht sollten wir es noch aufheben. Equipload erscheint mir immer sinnvoll. Ich bin jetzt schon heavy. Und ich habe noch gar nicht krasse Sachen an eigentlich. Man will natürlich nicht immer so viel in Equipload stecken. Aber ich glaube, es ist fürs weitere Spiel. Und ich habe ja gerade mal nur so ein Knife in der Hand, ne? Dexterity. Guck mal, hier geht schon. Damage geht schon ordentlich hoch. Attributbonus. Stamina, alles wichtig, ey. Alles wichtige Attribute. Aber das ist auch geil, finde ich, dass man sozusagen sich wirklich über ein Level-Up freut, weil man die Auswirkungen eines Level-Ups halt auch wirklich spürt. Nichts ist schlimmer als so ein Level-Up, was einen nicht interessiert. Dragon's Dogma zum Beispiel, finde ich. So, jetzt haben wir wenigstens auch wieder ein bisschen Heil-Items. So, hier würde es wieder in den Dungeon reingehen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Wir verlassen jetzt diesen Dungeon, der sowieso, ehrlich gesagt, glaube ich, komplett optional war. So, da geht's in die alte Stadt. Andere Richtung müsste es zum Bossy-Boss gehen. Das ist ja hier quasi alles noch Tutorial. Da ist der Boss, glaube ich. Aber haben wir hier auch noch... Ist das überhaupt der Boss? Haben wir noch einen Bonfire hier in der Nähe? Ich glaube, hier irgendwo war eins.
Ganz interessanter Trick hier, wenn man hier so am Rand lang geht. Ja, okay. Klappt nicht überall, aber dann kann man die Stamina wieder aufladen. Denn wenn man keine volle Stamina hat, säuft man ab. Hier war irgendwas. Achso, brauche ich eine Angel. Okay, ich habe keine Angel. Ja, habe ich eine Angel? Nee. Doch, ich habe eine Angel. Ich habe eine Angel. Hier. Habe ich die noch nicht equipped eigentlich? Okay, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, aber vor allen Dingen ist hier auch kein Bonfire, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ich meine, hier war doch irgendwas. Naja, egal. Ich weiß nicht, wo ich respawne, falls ich den Boss jetzt nicht schaffe. Aber das ist sowieso keine Option, den Boss nicht zu schaffen. Insofern... irgendwie auch bekannt vor. Alter, das ist eine wilde Angelegenheit hier. Schlechte Rolle. Mann. Oh, ich lebe noch. Wieso heilt er sich denn nicht? Jesus. Oh nein, in der Höhle? Dein fucking Ernst? Ja, jetzt heilt er sich. Er hat sich die ganze Zeit nicht geheilt. Ich drehe durch. Och, Leute, ey. Was ist denn das für ein Rücksetzpunkt hier? Irgendwas übrig gelassen hier. Mann, Nervomat, ey. Was habe ich denn da? Was habe ich da eigentlich in meiner Tasche, kann man das irgendwo sehen? Warte mal. Das ist a small vial of focus. Gain 100 focus. Vielleicht machen wir da
Small Vial of Stamina. Ist auch nicht schlecht eigentlich. Ich hab's noch nicht so ganz raus mit, wer waren die nochmal? Achso. Ich hab's noch nicht so ganz raus mit Timing, was Heilen angeht. Figured I'd be safer camping out here. Oh, sickening stench. Ah. Was Geiles kaufen bei dem? Aber upgraden kann ich noch nicht, oder? Sell by. Hier ist doch ein Bonfire, oder? So, wenigstens ein faires Bonfire. Friends and Fair. Okay, das. Boah, ich bin stunned. Aber jetzt habe ich nicht getroffen. Mein Special Attack. Okay, Stamina Management lässt noch ein bisschen. Alter, hat er eine Reach. Soll ich auch mal mit Blocken arbeiten? Der hat eine größere Reichweite als Rocket Beans. Ja, das stimmt allerdings. Aber mein Dolch auch. Den Stamina-Trank. Also mit dem Perfect Parry, das habe ich immer noch nicht raus, ehrlich gesagt. Mir fehlt da immer noch ein klarer Indikator. Mir fehlt immer noch, ich raff noch nicht das Perfect Parry. Da fehlt mir irgendwie noch. Vor allen Dingen, wenn man es nur kurz vorher, der macht ja das Schild, guck mal, wenn ich nur kurz antippe,
Ist das überhaupt die richtige Parry-Taste? Das ist die Parry-Taste. Lol. Das war gar kein Parry. Ich habe die ganze Zeit hier auf Sekiro gemacht. Ah, das ist der Parry. Okay, kein Wunder, dass es kein einziges Mal geklappt hat. Ja, das kommt davon, wenn man zu viele verschiedene Spiele gleichzeitig spielt. Okay, jetzt wird's easy. Ja, okay. Okay. Jetzt wird's richtig geil, Leute. Achtung. Kampfansage. Ah, zu früh! Muss ja nur die Parry-Taste kennen. Muss man mir natürlich sagen. Oh, not enough space in your inventory. Schreibe ich dem Thomas direkt auf den Zettel für Änderung. Begrenztes Inventory. Weg mit dir. Und... Corpse Smeared Blade, Leute. Not enough space in your resources inventory. Jesus. So, jetzt checken wir erstmal das Schwert ab. Mein L1. Corpse Smeared Blade. Attacks deal 17% extra plague damage. Chance to regenerate health on damage. Stamina increased by 21%. Requirements 11 Stärke. No! Aber das ist nur ein Level up. Das ist nur ein Level up. Der Kampf hat Bock gemacht. Sobald man Parry, das Parry-Timing hat, ist er auch relativ easy. Natürlich muss man dafür enorm gut sein, wie ihr gerade gesehen habt. Not enough space. Fällt man hier runter? Ja. State your business. Quickly.
Don't think just because you failed the beast, you're an ally. It's all right, Winnick. I apologize for the lack of hospitality. My friend here has his guard up for good reason. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those things towards our city. How did you manage to slay that monstrosity? My god. Your serum. The Watcher's call has been answered. Ha! I told that old coot he was wasting his time. For once, I'm glad I was wrong. Serum. In the flesh and on our island. I thought you'd be taller. Your kind's welcome within our walls. I trust you'll find a home here. Seek the Watcher, up in the rookery. Welcome to Sacrament. Fast Travel unlocked. Sacrament's gates are always open to those in need, or those who keep her safe. Help yourself to our food and shelter. But leave the ale to me. The Watcher waits for you in the rookery. Watcher. Never wanted to see him like that. You hacked your way to our gates without a moment's thought. Our hero, everyone! Our hero has come! Butchering their way through what's left of our friends, our family, our children. Wieso bin ich denn jetzt der Arsch? Ist ja eigentlich eine Map? Guck mal, das kleine Gebiet überhaupt jetzt hier. Und ich habe ja schon locker 5 Stunden oder so auf der Uhr. Und nur hier dieses kleine Gebiet. Und hier habe ich bestimmt noch lange nicht alle Geheimnisse gefunden. Geschweige denn überhaupt hier. Ich weiß gar nicht, der dunkle Bereich, wie ist das? Da war ich ja schon, aber dieser Mist of War, der kommt ja irgendwie zurück in dem Spiel. Ich habe das auch nicht so ganz gecheckt. Da wollen wir hin. Sacrament. Oh, God's reach, what now? Me inn's nothing but cinders, and my husband went venturing down to the shallows and never returned. Oh, but no, that ain't enough suffering to put on these shoulders. Now I've got to deal with some outsider trampling over my livelihood. Can you rebuild me tavern? Can you find that suit for Brain's kooka married? No? Well, in that case, we got doors on all sides now. Kindly choose one. First the tavern, then me husband. Go, stranger. Needs to get me old seat back. I will, I will. Caroline's saving me table. I know. Just until she has enough coppers to rebuild her. She'll be any day now. Der ist auch betrunken. Hör ich doch sofort. I could sing you a song. Okay, jetzt nicht weiter. He was a man. The rookery is just up ahead. You felt that beast outside. Every day clean is a blessing as far as I'm concerned. Nein, 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 nein. Nein!
Das ist wie bei Dragon's Dogma, dieses Auto hochklettern. Das ist manchmal automatisches Hochklettern, automatisches Springen kann zu schnellem Tod führen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das passiert ist. Was ist das? The reason won't be far behind. Good for you. You brought down that monster that's been stalking our gate. But at least that thing was keeping the Risen at bay. Now they'll bring Sacrament's doom, mark my words. Ellsworth's too soft on all of it. The plague, the criminals, the Dasha. If I was in charge, I'd set things right. On watch! Das sieht aus, als ob man da runterjumpen kann. Das finde ich ja so geil an dem Spiel, dass du überall, halt theoretisch überall, lang gehen kannst. Gibt es bestimmt eine Menge zu entdecken, Leute. Was steht da? Wanted dead, name the Huntsman. Crimes, maiming, torture, murder. Description, a gang of cell-styled hunters. Recently arrived on Sacra. Also wie die coolen Leute sagen, nur noch Sacra. Dressed in rare pelts, claim to compete over the challenge and glory of the ultimate quarry. What or who that is remains a mystery. Captain Randolph. I heard you met Ellsworth. People say a lot of things about him, but I think he's the best leader in the whole realm. Shaggy, ja, tatsächlich. Oh, Scooby. You'll never see me grappling with the tone. Die Häuser kann man nicht rein. Ist schon wieder Inventory voll. Was werfen wir stattdessen weg? Wir können natürlich gucken. Nee, also kochen meine ich. Aber nee, können wir gar nicht. Dieses. Ach nee, das ist ja. Never see me grappling with the toll. Schon wieder aus Versehen irgendwo hoch. Ach ne, hier runter muss. He was a man. The rookery is just up ahead. You should go to the rookery, high above. If you make for the rookery, it lies above the town square. I don't hear it. Have you been written from the whispers? Are you my death? No. No, you're really here. A serum in sacrament? So, the Watcher was right. You came, but... I must introduce myself. I am Elsa, an historian. Tell me, can you feel it? That I'm convinced this spot is the site of some ancient serum remnant. But it lies...
just beyond my vision. There are relics of your kind all over Sacra. Another was just discovered in the stonemason shot by the cemetery. You should see it for yourself. Perhaps it's your temple, your library. The city keeps shrinking. So, hier ist das Bonfire. Okay, und Fast Travel. Ah ja, zum Last Whisper. Last Whisper. I gave you my heart. Okay, es ist Punkt 20 Uhr. Dann. The Primary Whisper in Sacramento. Dann machen wir an der Stelle weiter. Viele Sachen gibt es zu entdecken hier in Sacrament. Das ist sozusagen die ganze Hub-Welt, um die sich dann viel drehen wird. Man kann hier ja auch Sachen aufbauen, sein eigenes Zuhause und so weiter und so fort. Und es geht in alle Himmelsrichtungen. Eigentlich fängt das Spiel jetzt hier erst richtig an. Aber ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier zu stoppen. Und hier am nächsten Mal weiterzumachen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das Spiel ist einfach super. Es ist eigentlich so super, dass ich mich echt noch zurückhalten muss, da nicht komplett drinne zu versinken. Aber ja, no rest for the wicked. Ich habe Bock. Bald geht's weiter.